freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Bettina Pappe und ich gehöre zum Entwicklungsteam von SwissShape. SwissShape ist 2012 an den Start gegangen mit einem Gesundheitskonzept, das den Menschen hilft, von innen nach außen gesund, fit und schlank werden. Und was wir heute Abend präsentieren, ist quasi die Weitersetzung von der Basis von dem, wo wir gestartet sind. Alle unsere Konzepte führen über den Darm. Weil unsere Meinung ist ganz klar, der Darm ist das wichtigste Organ, das wir überhaupt haben. Und Gesundheit liegt im Darm. In dem ersten Konzept, das wir lanciert haben, 2012, sind übrigens über 140'000 Sets verkauft worden seit dem 12. Sind wir in die tiefe Reinigung vom Darm hineingegangen. Und jetzt geht es um einen Stoffwechselwechsel, um eine Darmpflege, eine tägliche Darmpflege, wie wir die Zähne jeden Tag pflegen. Und ein Stoffwechselwechsel, der den Menschen hilft, den Körper wieder in Balance zu bringen. Wer von Ihnen kennt das Gefühl, dass man am Morgen vor dem Spiegel steht und den Kleiderkasten durchschaut und denkt, hei, was ziehe ich auch heute an? Das geht ganz vielen Menschen so. Und dann legt man etwas an und dann zieht man es wieder ab, weil man denkt, es war jetzt vielleicht doch nicht das Richtige gewesen. Und so kann das, je nachdem, was man vorhat, einige Mal hin und her gehen. Und genau dann ist der Punkt vielleicht da, wo man denkt, es ist einfach nicht mehr wie früher. Ich möchte gerne etwas verändern. Nicht nur an meiner Figur, sondern auch an meiner Vitalität, an meiner Energie, an meinem Wohlbefinden. Und das fängt nicht vor dem Kleiderkasten an, sondern das fängt ganz fest mit unserem Stoffwechsel an, mit unserem Motor. Und wenn wir uns nicht mehr wohlfühlen in der Gesundheit, im Gewicht, vielleicht in der mentalen Stärke, dann hat das damit zu tun, dass unser Körper aus der Balance gespickt ist. Ja, gespickt, das klingt so schnell. Es ist ein schleichender Prozess und doch, wenn es dann einmal gekippt ist, dann geht es relativ schnell. Unser Stoffwechsel, der erträgt ganz lang ganz viel. Das ist wie mit einem Fass, wo immer mehr gefüllt wird und wenn es dann das letzte Tröpfchen kommt, dann bringt es das Fass zum Überlaufen. Spannend, oder? Jahrzehntelang können wir machen, was wir wollen und irgendwann läuft das Fass über. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe nämlich etwas vorbereitet, das ich dir jetzt gerade zeigen kann. Voilà. Die Realität sieht nämlich so aus, es hängt alles mit unserem Fass zusammen, das wir zum Überlaufen bringen. Du gibst mir sicher recht, dass ein Tagesablauf von einem normalen Schweizer Bürger oder europäischen Bürger so ist, dass wir zum Morgen essen, zum Mittag essen, zum Nacht essen und zwischendurch haben wir noch zum 9 Uhr einen Kaffee im Restaurant mit einem Gipfeli und am Nachmittag vielleicht noch, ja, wenn wir gerade sind, Gott danken, dann nehmen wir noch so ein Mars oder einen Riegel oder einen Mohrenkopf oder wenn wir bei Beck vorbeilaufen, schmeckt so fein nach Feierabendbrot, dann nehmen wir noch ein Brötchen oder vielleicht sogar eine Cremeschnitte. Wenn wir am Morgen das erste Gonfibrötchen essen, dann geht unser Blutzucker relativ zügig in die Höhe. Und das Gonfibrötchen ist im Prinzip das Übel für den ganzen Tag. Es könnte ja auch ein Honigbrötchen, Schinken, Sandwich, Berliner, Nussgipfel, was auch immer sein. Aber dieser Prozess schickt mal etwas auf die Reise, nämlich den Blutzucker. Der steigt an, und der hat nicht so viel Geduld, weil wenn er schnell ansteigt, ist er wieder müde und geht relativ schnell wieder runter. Das hat zur Folge, je nachdem, wenn du frühstückst, dass spätestens um 11:45 so ein Loch im Bauch hast, dass du nicht auf die Uhr schauen musst, es ist 11:45. Sondern, dass du dann deinen Büronachbar stupfst und sagst, du, ich glaube, es ist 11:45. Heißhunger kommt dann. Und wenn man keinen Kühlschrank in der Nähe hat und hoffentlich hat man dann auch keine Schokischublade, dann geht man gut zum Mittagessen. Mit dem Heißhunger ist es schwierig, ein Salatli zu essen. Meistens kommt dann etwas auf den Teller mit Kohlenhydrat, Fett, ja, und dann vielleicht ein bisschen Gemüse.
Dann geht der Blutzuckerspiegel wieder auf und hin und her. Das Insulin jagt am Morgen dem Blutzuckerspiegel nach. Das ist das Gonfibrötchen, das man verdauen darf, also für Stoffwechsel. Nur leider hat der Insulinspiegel so viel zu tun dort oben, der kann sich nicht so schnell absenken wie der Blutzuckerspiegel und schon kommt die nächste Zuckerschwade. Die einen von Ihnen denken oder von euch denken jetzt vielleicht, ist denn das ein Problem? Kann ich denn da irgendetwas dafür? Das ist ja ein normaler Prozess. Genau, das ist ein normaler Prozess, wenn man so isst. Das Problem an dieser Geschichte kommt eben erst später. Wenn man jung ist, merkt man das nicht. Je länger dass man die Geschichte macht, aber auch schon in den jungen Jahren, und jetzt muss ich halt sagen, wir früher haben eben noch anders gegessen, dann passiert genau die Geschichte, dass der Blutzuckerspiegel immer mehr gefördert wird, das Insulin immer mehr im Körper ist. Und je mehr Insulin das wir im Körper haben, desto weniger kommen wir an unsere Fettreserven an, können wir überhaupt Fett verbrennen und unser Blutzuckerwert wird mit den Jahren immer schlechter. Also hoher Insulinspiegel bedeutet Gefahr für den Körper und ein tiefer Insulinspiegel heisst gesundes, langes Leben. Mit dem Programm, das ich euch jetzt vorstelle, haben wir die Chance, etwas zu machen, wo Generationen über Generationen davon geträumt worden ist. Wenn wir gescheit unseren Tag verbringen und gescheit essen, dann können wir die Fettverbrennung von der Nacht noch bis am Mittag weiterziehen. Ist das gut oder gut? Das ist sehr gut, finde ich. Und das machen wir folgendermaßen. Für das haben wir genau die vier Produkte, wo du da drauf siehst. Wir haben so einen Tagesablauf. Wir starten den Tag, also vielleicht startest du den Tag auch mit einer Dusche. Ich auch. Ich mache aber zweimal Duschen. Also ich tue zweimal Duschen. Einmal von außen und einmal von innen. Das heisst, ich nehme ein Glas Wasser, 5 Deziliter. Und dann dann tue ich das Konzentrat rein. Und zwar das Konzentrat ist aus Alfalfa-Sprossen gemahlen. Das ist unser Chlorophyll, unser Supergreen. Aus Alfalfa-Sprossen gemahlen, wenn ich in Wasser auflöse. Und das tue ich ins vorbereitete Wasser. Gibt dann noch einen Gutsch heißes Wasser dazu, dass man, ja man tut ja nicht gerne kalt duschen, dass man die Dusche lauwarm geniessen kann. Und das ist das, was ich als erstes am Morgen mache. Bevor ich gehe duschen, trinke ich einen halben Liter lauwarmes Chlorophyll. Warum machen wir das? Erstens, weil es zum Konzept gehört. Punkt 1. Aber warum gehört es zum Konzept? Es gehört zum Konzept, weil Chlorophyll hat ganz bestimmte Fähigkeiten. Es bringt einen Sauerstoff ins Blut. Es tut den Säure-Basen-Haushalt wieder in die Balance bringen. Und hast du gewusst, wenn dein Säure-Basen-Haushalt kippt ist, dann kümmert sich dein Körper mehr um die Säure, weder das Fett kann loslassen. Es bunkert eher Fett. Also du siehst, es sind ganz viele kleine Stoffwechselprozesse, die wir am Morgen schon anfangen einläuten. Also das erste Glöckchen, das wir da eingeläutet haben, ist das Chlorophyll, Supergreen, wo uns auch wieder die Feuchtigkeit zurückbringt von den Verlorenen, vom Schweizer und alles von der Nacht. Es tut gut und ist gut. Der zweite Punkt ist dann der Zmorgen. Würden wir jetzt das Gonfibrötli essen, ihr merkt es, dann würden wir da quasi den Gonfibrötli Rock'n'Roll anschieben, auf und runter. Machen wir nicht. Wir machen nämlich etwas, wir trinken zum Morgen etwas, das dich nährt, sättigt, klare Gedanken gibt, ein gutes Gefühl im Körper gibt und erst noch gesund ist. Und mega fein. Das ist ein Mate-Tee
mit Kokosfett angereichert, Kokosöl angereichert. Vielleicht hast du schon gehört, dass mittelkettige Fette sehr gesund sind und da haben wir so ein Kokosöl. Ich kann, das ist jetzt, glaube ich, vom Coop, man kann es überall kaufen, im Reformhaus, überall, wo du gerade bist. Und das ist sowieso sehr, sehr gesund. Und genau das ist in dem Mate-Tee drin und es ist ein mega feiner Geschmack. Es ist so salziges Karamell, also Karamell, leicht salzig im Abgang. Und das trinken wir mit 3 bis 5 Deziliter heißem Wasser am Morgen. Das heisst, du trinkst dein Frühstück. Bin ich dann satt? Klar bist du satt. Auf jeden Fall bist du satt. Das ist ein wichtiger Punkt, dass du auch wirklich satt bist. Was aber weiter machst, wenn du das so machst, dann tust du, wie gesagt, deine Fettverbrennung weiterziehen. Und wenn du schon mal von 8-16 gehört hast, du tust deinen Stoffwechsel anregen, ohne dass dein Insulinstoffwechsel angekurbelt wird. Das ist die Philosophie von 8-16. Aber mit einem grossen Unterschied. Ich muss nicht hungern, bis die 16 Stunden vorbei sind. Im Gegenteil, ich trinke mein Frühstück quasi flüssig. Das ist der Morgen von dem ganzen Konzept. Du wirst mir fast nicht glauben, und es ist wichtig, dass du das selber ausprobierst, dass indem du das trinkst, bist du so satt, das lange dir locker bis über den Mittag rein. Und dann hast du ein gutes Hungergefühl, aber kein so ein heiß Hungergefühl. Das ist ein grosser Unterschied. Das ist Lebensqualität, wenn du nicht am Essen nachrennen musst. Gibt ein gutes Gefühl. Und ich meine, man merkt es schon bei den Babys. Ein satter Bauch, ein guter Bauch gibt glückliche Kinder und das macht auch uns glücklich. Ich habe euch erzählt, dass in diesem Programm noch um sehr viel mehr geht, nämlich auch um Darmpflege. Und da kommen wir vor dem Mittagessen dazu. Wir nehmen nämlich vor dem Mittagessen das BIOS 7. Okay, da hat es ein 7 drauf. Das zeigt dir, du nimmst es 7 Tage in der Woche, 2-mal am Tag. Und das tut man so schütteln. Dann nimmst du einen Becher, so 3 bis 5 Deziliter Wasser, kaltes Wasser. Du tust das rein. Ups, lass es gerade ein bisschen gestübeln. Und dann haben wir so praktische kleine Mixer. Jetzt haben wir noch ganz coole neue. Sehr edel. Das Mixer kann man auch mitnehmen ins Restaurant. So. Und dann trinken wir das wie ein Aperitif vor dem Essen. Ich nehme das übrigens auch ins Restaurant mit, überall. Ich habe immer dabei. Ich habe den Mixer immer dabei. Schmeckt fein, erfrischend, ein oranger Geschmack. Der Geschmack ist gar nicht wichtig. Ich finde, er ist schon wichtig. Er ist wichtig, weil es darf einem ja gut schmecken. Aber viel wichtiger sind die optimalen Ballaststoffe, die so wie so ein Bürstchen jeden Tag deinen Darm pflegen. Dann hast du vielleicht am Montagabend, heisst die Sendung, ich glaube, Puls heisst die Sendung, im Schweizer Fernsehen. Jetzt haben doch tatsächlich die Wissenschaftler etwas herausgefunden, wo wir schon über Jahre davon berichten. Nämlich, wie wichtig die Darmgesundheit ist. Und wie wichtig, dass das Mikrobiom ist. Und das Mikrobiom ist so wichtig, also wir wissen das schon, nur weiss es jetzt die Wissenschaft auch. Es ist wichtig für die Darm-Hirn-Achse, für Alzheimer, Parkinson-Krankheiten. Es ist wichtig für unsere Fettverbrennung. Es ist wichtig für Burnout und Depressionen. Und zwar dafür, dass das Mikrobiom schön entwickelt ist. Dass es wirklich sich kann entfalten kann. Und die meisten Menschen haben das nicht mehr, weil zu viel Zucker, zu viel Kohlenhydrat, zu viel Alkohol, zu viel. Einfach zu viel von allem, was das Mikrobiom schädigt. Ich sage dir, was Mikrobiom aufbaut. Also Obst und Gemüse, die einen Früchte und Proteine. Also wenn wir so essen, wie wir jetzt essen, in dem Swisschef Activate-Programm, das ich jetzt präsentiere, plus quasi den Mikrobiom-Aktivator nehmen, das macht nämlich das Ganze, das tut wirklich die guten Darmbakterien wie in einem Vulkan am 1. August
explodieren lassen, dass man so richtig gut in Form kommt. Übrigens, apropos Anti-Aging, das Mikrobiom bestimmt auch über deine Schönheit. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass du daran denkst, wie wichtig deine Darmpflege ist und dass Schönheit von innen kommt und Gesundheit kommt auch von innen. Es ist einfach so, die 8 Meter bestimmen über unsere Gesundheit. So, und jetzt kommen wir zum Mittagessen. Unser Mittagessen ist jetzt bei mir, Protein. Und zwar Protein, ich kann praktisch nicht so viel Protein zufügen, wie ich sollte. Ich sollte nämlich 1 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zufügen. Also entweder bin ich immer noch zu schwer oder ich kann einfach zu wenig essen. Spass beiseite, das kann praktisch niemand. Und das ist wichtig, dass ich jetzt eine Proteinmahlzeit nehme. Man könnte es auch wechseln. Aber ich erkläre euch das im Lastwagen, wie wichtig dass das ist. Wenn man nämlich so die Gonfibrötli-Geschichte macht, mit dem Blutzucker hin und her, dann sind wir im kleinen Tank. Du siehst, unter der Fahrerkabine hat es einen Tank, der den Lastwagen füttert. Mit Benzin. Und unser Gonfibrötli füttert uns mit Benzin. Was wir aber jetzt gemacht haben, wir haben es geschafft, dass wir den, wie bei dem Lastwagen, dass man in die Tankreserve kommt. Ja, genau, wir haben nämlich auch unsere Reserve, also ich auf jeden Fall, ich habe noch ein bisschen an den Hüften, am Bauch, ein bisschen Oberschenkel, wir müssen überall noch ein bisschen optimieren. Und durch das, dass wir jetzt am Morgen, wo haben wir es, am Morgen unser Unimate getrunken haben, also das Fuel getrunken haben, haben wir so der Stoff auch so geleitet, dass wenn er ein Bedürfnis gehabt hätte, zum Nahrung zu sich zu nehmen, dann wäre er in der Reserve geholt, also aus dem eigenen Fett Energie gewinnen. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben, indem wir das zum Morgen genommen haben. Und jetzt gehen wir zum Mittag. Jetzt geben wir ihm wieder etwas. Und da bleibt er eigentlich immer noch im oberen Tank. Weil wir haben ihn jetzt so richtig gefestigt dort oben im Tank. Und dem ist es richtig wohl. Wenn wir jetzt etwas Gescheites essen, dann bleibt er noch wieder dort oben. Und Gescheit ist Protein. Wir haben hier hochwertiges Protein mit einem guten Fett drin. Und da können wir jetzt ein Smoothie draus machen. Wir können, wie gesagt, ich liebe Zitronen, Pfefferminz, Gurken. Das habe ich mega gern. Wir können aber auch Mahlzeiten daraus machen. Auf dem Instagram-Kanal Swiss Shape Food kannst du dich einloggen. Dort hat es ganz viele Rezepte drauf, was man mit dem alles machen kann. Beerenauflauf, Pancakes, Omelette, Glasse. Also, was immer du gerne möchtest. Das ist die Mittagsmahlzeit und das lehrt am Körper den Wechsel machen. Wie man das sieht, dass man einen Wechsel macht, das siehst du an dieser Tabelle noch. Das ist eine App, die du kostenlos geschenkt bekommst von der Firma Unicity, die dich in dem Sinn wie ein Coach durch das Programm führt. Du hast immer deinen Zwischenansprechpartner und deinen täglichen Coach. Der hellgrüne Bereich heisst, dass die Person brav gsi ist, wenn ich so schön sage, wirklich voll in der Fettverbrennung, in der Turbofettverbrennung. Und ich sehe jetzt da, das ist im Stefan seine Wert, das ist ein Samstag, da sind wir sicher irgendwo gut etwas essen oder haben den High Fine gegessen. Und da hat es Kohlenhydrat gegeben. Also da sieht man jetzt, dann ist er in den roten Bereich runtergefallen. Und das macht gar nichts. Wenn man das Programm einhält, die ersten 2 Wochen bleibt man wirklich ganz, ganz brav, dass man so viel wie möglich im grünen Bereich ist. Das heisst, der Körper lernt dann in die Reserve gehen und nachher lernen wir ihn genauso wieder, dass er runtergehen kann, im tiefen Bereich, also eigentlich hoch im Blutzucker, hoch im Insulin, aber dass jetzt der Wechsel schneller passiert, dass auch die Nahrungsmittel super gut verbrannt werden. Mit unserem Pocket Coach hast du immer mindestens 1 Happy Meal in der Woche zu gut, wo kannst du ein bisschen zuschlagen. Und mit dem Activate App bist du super gut in der Kontrolle. Das ist das, was das Programm macht. Das ist gesunde Ernährung, Regeneration, Darmpflege. Alles, was du darauf siehst, das passiert mit unserem Körper. Und ein wichtiger Punkt für mich ist noch, es stärkt dein Immunsystem.
Es gibt so Konzepte, die jetzt auf den Markt kommen, ganz extrem schnell. So etwas, das gegen Viren ist. Irgendwie haben die Damen und Herren das noch nicht ganz verstanden. Wenn man für das Immunsystem ist, dann kommen gar keine Viren. Also stärken wir unser Immunsystem für gute Gesundheit, für Körper, Seele und Geist und dass wir wieder in Topform kommen. Das können wir alles essen, ganz viele Sachen mehr. Genuss ist wichtig. Ich komme aus der Gastronomie. Und wie schlimm wäre es denn, wenn ich als Gastronom meine Kunden verhungern lassen? Das kann ich ja gar nicht machen. Also das ist ganz klar, du bist immer satt mit dem Programm. Das sind die Gerichte, die man mit der LC-Base kann machen. Und was passiert, wenn man das Programm macht, das zeige ich dir an diesen Bildern. Schau mal, die strahlende Frau, wie sie sich können verändern können. Das ist nach 2 Monaten wirklich super durchgeführt. Das V-Shape Activate Programm ist sie wirklich in die Veränderung gekommen. Ihr Mann macht das Programm auch. Ich glaube, er hat etwa 8 Kilo mehr abgenommen wie sie. Das ist jetzt halt einfach in der Konstellation der Männer, dass es dort ein bisschen schneller geht. Aber Ladies, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die Männer nehmen es dann auch vielleicht wieder schneller zu, wo wir es länger heben können. Wichtiger Punkt ist, dass es für Menschen in jedem Alter ist, dass es einfach da ist, das Programm, dass du wieder in dein Wohlfühlgewicht kommst. Und das ist ein wichtiger Punkt. Kann ich nicht lesen. Den möchte ich euch gerne zeigen. Ich bin mega gespannt, wie der Beat jetzt aussieht. Das Wichtigste an seiner Aussage ist, dass er in so kurzer Zeit schon so viel Fett verloren hat. Dann merkt man, dass der Stoffwechsel umgestellt hat und an die Fettreserve geht. Wenn du das Programm machst, selber oder Leute kennst, die es machen, die vielleicht noch Hunger haben oder irgendwie einfach nicht ganz zu Gang kommen, klär das mit uns ab, weil der kann sein, dass es harzig ist und dass der Stoffwechsel noch nicht passiert ist. Wenn du in den ersten 2 Wochen immer wieder daraus rausgehst und immer wieder so Cheat Day hast oder dort noch das Brötchen isst und dort noch Schöckeli isst, dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist ganz ein klarer Fall. Ich habe ein junges Mädchen, das im Programm ist, die ist 18 geworden am Samstag. Ja, sie ist 3 Tage aus dem Programm gekommen, weil mit der Oma feiern, sie hat nicht 1 Fest können machen, sie muss etwa 4 Feste machen, logisch. Hat sie gesagt, Bettina, was soll ich machen? Sag ich wieder von Anfang an, zurück auf Anfang und dann läuft die Geschichte wieder. Spannend, was alles kann passieren mit unserem V-Shape Activate Programm. Das ist das, was ich dir zeigen wollte. Und was ich dir zeigen von dem Programm her. Wichtig ist, was kostet es denn? Das ist eh die erste Frage, die Leute so fragen. Ich selber hätte mir die Frage jetzt gar nicht so gestellt, weil ich hätte eher wissen, was liegt drin für mich. Ich habe jetzt eine gute alte Freundin von mir, die wird übrigens heute gerade 60, die hat, ich kenne die seit meiner Ausbildung als Ernährungsberaterin und sie hat immer Stoffwechselprobleme gehabt. Immer. Die Frau war wirklich ein Knacknuss für mich. Schon seit Jahren haben wir mal so. Und jetzt ist sie 2 Monate dran, bald 3, und sie hat natürlich erwartet, wie sie all die Bilder gesehen hat, dass es relativ zügig geht.
es ist gegangen, es ist etwas gegangen. Sie hat jetzt 6,8 Kilo abgenommen. Ja, sie hätte auch gerne 10 Kilo in 2 Wochen gehabt, oder in 2 Monaten. Das haben wir jetzt nicht geschafft, aber ich bin schon happy, dass das passiert ist. Und sie hat gestern mir angerufen und gesagt, hey, ich will gerne das nächste Paket. Habe ihr jetzt das parat gelegt und dann sagt sie, weißt, im Prinzip ist mir gleich, was das kostet. Weil ich poste ganz anders, ich gebe sehr viel weniger Geld aus. Und hätte ich das Programm nicht gemacht, hätte ich nicht fast 7 Kilo abgenommen in dieser Zeit. Im Gegenteil, mit meiner Homeoffice-Geschichte, ich bin überzeugt, ich hätte noch um ein weiteres zugenommen. Also von dieser Geschichte her gesehen, ist es für sie das alles sowieso wert. 17,80 Franken pro Tag. Oder wenn du sagst, ich will etwas richtig Gutes machen, dann mach mit uns das Programm 3 Monate. Und dann hast du es für 15,35 Franken pro Tag. Das heisst, du sparst 77 Franken im Monat ein. Und wie gesagt, du postest anders, das Frühstück ist dabei, Mittagessen ist dabei, dann zur Nacht, ich zeige dir jetzt gerade, wie man einen leichten Znacht kochen kann. Den haben wir auch schon, der postest dann und kochst dann. Aber du isst ganz anders. Du hast Lust auf anders und du postest auch viel, viel günstiger. Weil du gar keine Lust mehr hast auf das ganze Zeug, das dir eh nicht gut tut. Das ist das, was ich dir so in dem Sinn wollte zeigen. Voilà. Jetzt möchte ich noch ein bisschen in die Küche, also in die Küche an Herd quasi, möchte dir noch ein paar Sachen zeigen, dass du nicht nur Informationen bekommst zu dem Programm, was es alles anbelangt mit Produkt. Und nicht, dass du meinst, du darfst dann da nur noch Pülferli nehmen. Wichtig ist, dass du die Pülferli gezielt einsetzt, dass es auch bei dir einen Effekt hat, dass du dich schneller wieder wohler fühlst. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Jetzt zeige ich dir noch ein Menü. So, jetzt muss ich etwas kehren. Konstruktion. Wir kochen heute ein Tomato Tonato. Genau. Ich sehe im Moment gerade nur Conny. Schön bist du da. Ein Tomato Tonato kochen wir heute. Und zwar und ein Pollo Tonato. Vielleicht hast du schon mal Vitello Tonato gegessen. Das könnte sein, dass du das schon mal gegessen hast. Und das Vitello Tonato ist immer so ein Braten, den man macht. Ein Kalbsbraten, den man braten oder man kann ihn auch im Sud kochen. Jetzt für 2 Personen oder 1 Person ist es aufwendig, dann ist es ewig an dem Braten. Darum habe ich vor Jahren schon mal das entwickelt und ich mache das Ganze mit Poulet, mit einem Poulet-Brüschli. Für das habe ich ein Poulet-Brüschli pochiert. Das heisst, ich habe es in einem Bouillon-Gemüsesud gekocht und abkühlen lassen. Dann haben wir Tomaten schon vorgeschnitten, wo wir dann nachher auch Tonsauce drauf tun. Und jetzt will ich dir zeigen, wie so eine Tonsauce geht. Es ist relativ einfach. Man denkt dann, oh, das ist ich dann im Restaurant und so. Aber müsstest du eigentlich nicht. Das könntest du super, super gut. Super, super gut kann man das daheim machen. Man nimmt nämlich Thunfisch. Und zwar nehme ich da sehr gern Thunfisch, so, wo im Salzwasser eingelegt ist. Und das hat einen bestimmten Grund. Ich habe das Öl, das da dran ist, das habe ich nicht so gern. Wirklich nicht. Dann nehme ich lieber den Salzwasser-Thunfisch und habe da ein Öl direkt aus der Toskana. Ich komme immer wieder geschenkt über und nehme auch manchmal wieder mit und kaufe mir das. Aber ich nehme es immer. Öl ist etwas ganz Wichtiges. Das habe ich meistens beim Produzent meiner Wahl. Dann kommt Ihnen ein Löffel Crème Fraîche und ein Löffel Mayonnaise. Also für das mache ich Mayonnaise nicht frisch, das kann ich euch sagen. Hätte frische, würde ich sie verwenden. Aber ich bin auch jemand, der gerne praktisch kocht und zügig vorwärts macht. Dann nehme ich da frische oder einmal so etwas Zitronensauce, ein Gütschli Zitronensauce. Saft tue ich rein. Dann
ein bisschen Pernod Pastis, ein bisschen Französisch, aber das gibt so ein bisschen einen feinen Geschmack. Ein bisschen. Voilà. Dann Kapern. Gehört auch drin. Kapern sind ein bisschen Geschmackssache. Also ich kann es sehr gerne, ich kann das auch so essen. Aber wenn du es nicht so gerne hast, dann musst du es nicht rein. Und da hat es einen leeren Teller, was ich daran denke, euch zu sagen, was noch reinkommt. Es kommen noch 4 bis 6 Sardellenfilet rein. Also ich würde es sehr gerne eintun. Ich esse auch ein ganzes Büchschen allein. Nur meine Familie hat nicht gerne Sardellen. Also ist es so, dass es in dem Fall keine Sardellen in dem ganzen Ding rein hat. Gut. Jetzt haben wir mal alle Zutaten da drin. Und jetzt ist das auch noch ein bisschen dick, wenn ihr es so seht. Das ist ein bisschen dick, aus dem gibt es noch keine Soße. Machen wir Folgendes. Da wir ja die Bullebrüste in der Bouillon gekocht haben, gebe ich jetzt da noch ein bisschen von dieser Fleischbouillon dazu. Das tut man nie wegrühren. Nie. Das ist wie beim Fondue Chinois. Bouillon ist immer das Beste. So, jetzt habe ich so meinen Stabmixer. Ich schwöre auf meinen Stabmixer. Da hat jeder seine eigene Marke. Ich kann gerne das teilen. Dann nehme ich den Stabmixer oder sonst kannst du auch in eine Haushaltmaschine rein tun. Das macht, kannst du auch. Keine Rolle. Ich stelle jetzt schnell den Ton ab, weil sonst verjagt es euch dann zu hören, weil der ist relativ laut und gerade so am Ohr. Ich muss noch etwas holen. Das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Ich habe mich das vergessen. Ein Gütschli Weisswein gehört ja auch noch dazu. Es gehört bei mir eigentlich in jedes Gericht rein. In jedes Gericht gehört ein Gütschli Weisswein. Genau. Dazu habe ich auch immer Weisswein da. Oder auch nicht mehr. So, dann haben wir hier noch Kochweisswein. Das Gütschli Weisswein, das ist schon, das gibt so einen feinen Geschmack einfach. Das ist so in der Kocherei. Und die meisten Köche sagen, ohne Weisswein und ohne Cognac sollte man sowieso keine Soße machen. Oder? So, ich habe jetzt ein bisschen Pastis, Berno und ein bisschen Weisswein. Und wenn wir das jetzt gemixt haben, dann gibt es noch das Gütschli Rahm. Also selbstverständlich können wir da ein richtiges Rezept über mit Gütschli und Messen, abmessen. Ich tue euch das ganz schön rezeptieren. Ich bin eigentlich nicht hier nach Rezept kochen, aber ich tue es für euch genau aufschreiben, dass ihr das kennt. So. Dann, jetzt haben wir Salz von der Bouillon, das haben wir ja schon ein bisschen drin. Aber gleich tun wir ein bisschen nachsalzen. Ich kann gerne, wenn ich so kalte Gerichte mache, gerade so Himalaya-Salz nehme ich da. Meersalz, Himalaya-Salz. Es darf auch mal ein Salz aus der Gamar sein, Flordesel. Salz ist auch eine grosse Wissenschaft. Wenn du dich damit befasst, dann merkst du auch, dass es ganz viele verschiedene Geschichten gibt im Bereich des Salz. Et voilà, les jeux sont faits. So. Dann gehen wir an. Das ist das Poulet-Brüschli, das ich pochiert habe. Jetzt gibt es verschiedene Geschichten. Es gibt Leute, Ihr könntet jetzt das so anrichten. Wenn ihr es als Vorspeise anrichtet, könntet ihr so ein Salatbödeli machen.
in ein Glas rein. Und dann könnten wir quasi das Bullenbrüschli in kleine Würfel machen und könnten so einen Pollo Donato Cocktail machen, wie einen gröbeten Cocktail. Das wäre so zum Servieren oder als Happy, in so einer Stehparty. Jetzt können wir wieder Partys machen. Dann können wir das so mit, also als Starter geben. Oder klassisch auf dem Teller angerichtet. Und wenn man es klassisch vom Teller anrichtet, dann schau, dass es ein bisschen schräg schneidest, dass es eine grössere Fläche gibt. So. Nicht zu dick, aber auch nicht gerade auf der Aufschnittmaschine. Wie das ein Boulet wird er nicht glücklich auf der Aufschnittmaschine. Das wird er dann eher ein bisschen verfützeln. Aber so schön schräg schneiden. So. Voilà. Vorbereitete Teller. Dann kannst du das so schön anrichten. Voilà. So, im Kreis rum. So, kannst du das anrichten. Und schon ist das Ganze gemacht. Noch ein bisschen frische Rucola als Garnitur dann da unten rein. So. Jetzt mit der Soße ist es so, es gibt Leute, die haben gerne viel Soße von Anfang an und auch beim Salat. Also ich kann lieber noch ein bisschen Soße, die ich drüber tue, weder ich kann dann so Sachen, die versaufen in der Soße, auf Deutsch gesagt. Und ich tue sehr gerne einfach so ein bisschen drapieren, dass man das schöne Fleisch noch sieht, weil wir haben ja auch etwas Schönes, schöne Grundnahrungsmittel. Und wenn man so alles so mit Soße voll hat, dann habe ich immer das Gefühl, da will irgendein Fleisch verstecken. Versteht ihr, wie ich meine? So. Und ganz, ganz lecker und wirklich sehr cool ist auch das Tomaten-Donato. Jetzt da hinten noch zubereitet. Tomaten geschnitten und dann da die Soße drauf. Das ist wirklich mega fein. So. Und jetzt als Garnitur kommen Zwiebeln drauf. Also das ist immer ganz individuell, würde ich sagen. Dann haben wir da Kapern. Drauf kommen. Du kannst dann selber bascheln und machen und tun, wie dir das gefällt. Und selbstverständlich kommt auch in ein Gericht, wo Zitronen drin hat, darf auch Garnitur Zitronen sein. Darf man dann auch noch ein bisschen draufdrücken sonst. Voilà. So. Das da ane. Und auch. So. Ach, das sieht ja zauberhaft aus beim Papi. Zauberhaft. Voilà. Weil es dann gerade so schön ist, kann man noch ein bisschen farbige Pfeffer da oben drauf tun. Ein bisschen Farbiges. So. Es wundert mich wirklich, dass der da unten an der Tür läutet und die Leute sagen, wann kann ich anfangen zu essen. Weil es sieht sehr, sehr lecker aus. Voilà, das sind die Gerichte, die ich jetzt hier quasi fertig gezaubert habe. Wenn das für dich darf ein Hauptgang sein, ich denke, vom Fleisch her, ein Bullenbrüschli, mir langen das amig. Du darfst aber auch mehr nehmen, wenn du sagst, du möchtest gerne mehr haben. Du kannst auch auf deinem Teller als Hauptgang halbe machen, schön anrichten, die Bullenseite und die Tomatenseite. Oder du machst unten durch ein schönes Bettli, ein Bett mit etwas Grünem, wo nachher den Salat drauf lässt. Was nicht gut geht, die Variante mit dem Cocktail, den ich dir erzählt habe, vom Bullenbrüschli. Wenn du das mit den Tomaten machen willst, das geht nicht. Das mischt sich dann so mit der Feuchtigkeit der Tomaten. Das ist dann nicht mehr wirklich fein. Gut,
Jetzt sind wir miteinander im Kochprozess hinein und ich möchte dir jetzt ganz kurz zum Abschluss noch etwas zeigen, was dir vielleicht noch mal ein bisschen Klarheit bringt. Jetzt haben wir so viel erzählt über die Produkte, dass die alles gut machen. Und genau, wo ist sie denn? Hei, 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 hei. Genau. Eine Tagesablauffolie wollte ich dir zeigen. Die ist jetzt gerade nicht mehr da. Dann zeige ich dir eine andere Folie, die dir helfen für deine Entscheidung. Wenn du noch Fragen hast, funktioniert das Ding oder funktioniert es nicht? Ich würde sagen, wenn dich noch ein bisschen etwas berührt hat und ein bisschen etwas gekützelt hat in dem Programm, wenn dich etwas lustig gemacht hat, dann melde dich bei der Person, die dich heute eingeladen hat. Lüt uns an, dass du schon morgen anfangen mit dem Stoffwechselwechsel. Und wenn ich dir vorher gesagt habe, der Preis interessiert niemand, wenn das Ziel hindurch gross genug ist, mein Ziel aus meinem Menopausenpuff rauszukommen, ist sehr gross gewesen. Mein Wunsch war so gross gewesen, dass ich meinen Körper verändern kann. Es wäre mir gleich gewesen, was es gekostet hätte. Und auch heute bin ich dankbar für die Produkte. Nicht nur, dass ich meine Menopause, Bauchschwimmring quasi losgeworden bin, sondern dass ich mich einfach gut fühle. Und das ist einfach für die meisten Menschen doch so wichtig, dass man sich gut fühlt. Wenn dir das heute gefallen hat, was du gehört und gesehen hast, dann schalte dich wieder ein, bitte. Nächsten Dienstag am 8. Da gibt es ein neues Menü. Ganz versprochen, ganz sicher. Nächsten Dienstag am 8. gibt es ein neues Menü. Und wir erklären wieder, wie Swiss Shape Activate funktioniert, dass auch du gesund und vor allem in Topform kannst in Sommer- und in Badesaison starten. Ich schaue jetzt, ob es noch Fragen im Chat drin hat. Sehr gern geschehen. Gut. Jetzt tue ich schnell